Intul AG mit Count on Me innen und Angelina Coralina außen. Eine Runde vor Schluss führt innen Count on Me, außen etwas weiter außen, aber auch ein bisschen weiter zurück. Angelina Coralina, die große Favoritin, die in aller Regel ihren Gegnern keine Chance lässt. So war es in den letzten Jahren und so dürfte es vermutlich auch heute sein. Aber wir hoffen natürlich, dass wir ein spannendes Rennen erleben. Die Geschwister Wiesmann haben das sehr gut im Griff. Count on Me ist vorne und Angelina Coralina, jetzt zieht sie schon die Arme lang von Zoe Wiesmann und jetzt ist Schluss. Jetzt geht sie los, jetzt brettert sie davon. Angelina Coralina schon 3, 4, 5 Längen vor Count on Me. Da ist die Messe gelesen, wenn wir schon am Sonntag sind. Angelina Coralina weit voraus, Count on Me an zweiter Position. So geht es gleich in den Schlussbogen mit Angelina Coralina, Count on Me an zweiter Position. Im Schlussbogen sind wir mit Angelina Coralina, dieser Bombenstute, die einfach überlegen ist in diesen Ponyrennen. Angelina Coralina kommt gleich in die falsche Gerade. Und Count on Me ist jetzt auch dort angekommen. Und wenn sie dann auf der Zielgeraden sind, geht es noch rund 300 Meter bis ins Ziel. Angelina Coralina voraus, Angelina Coralina bei der 300 Meter Marke. Und das wird wieder ein Triumphritt für Zoe Wiesmann. Und sie dürfen selbstverständlich applaudieren, wenn die kommen. Denn das haben sie verdient. Unser Nachwuchs. Angelina Coralina mit Zoe Wiesmann und bei der 200-Meter-Marke ist auch ihre Schwester Leonie jetzt mit Count on Me. Count on Me noch 100 Meter und Count on Me kommt als Zweiter ins Ziel, wie es ein bisschen vorauszusehen war. Count on Me auf dem zweiten Platz. Wir haben noch zwei weitere Ponyrennen am heutigen Tag, diese dann um 12.45 Uhr. Und um 13 Uhr ein Pony-Trabrennen, um 12.45 Uhr das Pony-Flachrennen, das zweite bis 140 cm. Nichtstarter in diesem zweiten Ponyrennen die 4, Nikki 44 und im Pony-Trabrennen die Nummer 2, Candy Girl. Die Startliste zu diesen beiden Ponyrennen finden Sie auf Seite 24.